Also wir haben hier das Skateboard und wir werden einfach mal erstmal die Fingerscooter, ich bin schon komplett im Fingerscooter-Game. Einfach die Fingerskateboard-Tricks einfach erstmal machen und dann auf dem Skateboard. Wir gehen mal kurz rüber, machen erstmal die Fingerskateboard-Tricks und jetzt kommen wir gleich wieder und Janni, schmeckt's? Aber jetzt erstmal Fingerskateboard-Tricks und das mache ich dann direkt hier nach. Also wir haben hier dieses Fingerskateboard. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Tricks machen und ja, wir fangen auch einfach mal chillig an. Das machen wir natürlich jetzt auch gleich mit dem Skateboard, mit einem richtigen Skateboard. Und zwar mache ich jetzt erstmal einen chilligen Ollie. Auf Fingerskateboard ist ja nichts Besonderes. Zack, Ollie. Und jetzt machen wir dann auch drüben auf dem richtigen Skateboard. Erster Trick, Ollie. Ich hoffe, der ist machbar. Also easy für mich. Ich kann ja ein bisschen Skateboard fahren, für die Leute, die es nicht wissen. Aber ich bin damals viel gefahren und eigentlich ist es ja ein cooler Kanal. Jetzt aber erstmal einen normalen, chilligen Ollie. Ja, der war relativ hoch. Oder glaubst du, Alex, der geht höher? Ja, logisch. Ja, logisch? Okay, ich versuche einfach noch höher. Ich glaube, der war flacher. Also, ja, ich bin ehrlich, ne, der war schon sehr, sehr hoch. Bin zufrieden, first try. Was willst du auch dagegen sagen, ne? War schon echt cooler Trick. Aber ist halt auch nur ein Olli, ne? Aber jetzt machen wir noch ein paar schwerere Tricks. Jetzt wieder rüber. Und jetzt zwar Fingerskateboard-Tricks machen, aber ich glaube, ja, jeden Trick, also den meisten, zumindest die meisten, die kriege ich easy hin. Ich hoffe, es wird einfach nicht zu schwer. Der Olli war ja relativ okay, würde ich sagen. Also für mich schon relativ hoch. Aber jetzt erstmal einen neuen Trick und zwar einen vernünftigen. Der war ja wirklich einfach. Ein Pop-Shove-It mit einem Fingerboard. Weiß ich nicht, ob ich das kann. Okay, der war verkackt. Okay, Pop-Shove-It haben wir. Easy drin. Jetzt auf dem richtigen Skateboard. Ich hoffe, der ist ein bisschen cleaner als der jetzt gewesen, aber wir schauen einfach mal, wie das läuft. Kriegen wir easy hin. Pop-Shove-It ist ein Free-Kill. Okay, Pop-Shove-It, nächster Trick. Auch ganz easy. Ich mache den auch mal, versuche ich mal richtig hoch zu machen. Man kann ihn natürlich zwei Varianten machen. Einmal, wir haben ja einen Pop-Shove-It gemacht, das heißt, hinten das Tail muss poppen. Und dann gibt es halt welche, da kannst du das Board nur sliden, aber ich mache einfach einen Pop-Shove-It. Viel, viel stylischer und cooler. Okay, der war jetzt nicht richtig, aber jetzt nochmal. Ich war drauf, aber weggerutscht. Schreibt ihr jetzt schon mal ganz kurz in die Kommentare, ob ihr schon mal Skatepark gefahren seid. Und wenn ja, was euer krasser Trick ist. Jetzt aber alle guten Dinge sind drei, oder Alex? Drei. Drei. Wir machen den. Komm. Ja, war easy. Ah, okay, nicht der schönste. Ich lande immer, jedes Mal ist mir aufgefallen. Wenn ich lande, dann gehe ich immer ein bisschen hin und her mit dem Board. Das ist nicht so schön so, aber passt für mich. Ich habe ihn geschafft. Nice, jetzt zum Fingerscooter. Warum immer Fingerscooter? Fingerskateboard gehen wir jetzt rüber und dann ja, schauen wir einfach mal, was jetzt als nächster Trick kommen wird. Für das nächste brauche ich jetzt diese Rampe. Und zwar, ich lasse euch überraschen, was ich jetzt mache. Ich fahre jetzt hier an. Ich denke mal, das ist klar, was ich machen soll. Und zwar muss ich ein Boardslide machen. Wir haben drüben in der anderen Halle natürlich auch nochmal ein Rail. Und ich weiß nicht, wie gut ich Boardslide kann. Ich hab das wirklich lange nicht gemacht. Aber ich glaube, das habe ich noch drin. Wir versuchen es einfach mal. Okay, nächster Trick. Boardslide, das ist schon ein bisschen schwerer. Ich kann die noch nicht so perfekt. Aber wir haben hier dieses Rail. Und dieses Rail ist perfekt dafür einfach. Ich glaube, den kriege ich hin. Ich mache den aber trotzdem nicht so lang, weil ich, wie gesagt, eigentlich das Scooter fahre und gar kein Skateboard. Ja, wir machen den aber einfach mal. Der war wirklich easy. Glaubst du, es geht noch länger, Alex? Ja, ne? Ja, safe. Ich habe Angst, aus der Bank das zu machen, weil es schon wirklich ein verdammt langes Rail für ein Skateboard ist. Aber ich mache den einfach mal ein bisschen länger und dann versuche ich ihn einfach mal aus der Bank. Jo, mein Gott. Der hat sich verdammt gut angefühlt. Der war ein bisschen länger, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das auf Video so rüberkam, aber jetzt versuche ich ihn einfach mal aus der Bank. Ich werde es ja eh nicht schaffen, aber ich habe den Trick schon mal geschafft. Aber mal gucken, ob wir das aus der Bank hinbekommen. Alter, ich glaube, das ist wirklich verdammt schwer. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Einmal mache ich den noch, aber Digga, das ist scary. Soll ich noch einmal versuchen? Ich glaube, einmal. Alle guten Dinge sind drei, ob der jetzt was wird oder nicht. Ist egal, aber das ist schon verdammt schwer und gruselig vor allem. Einmal noch, nur einmal für, weil es einfach so schön gerade war. Verdammt, ich schaff den leider nicht. Der ist doch schon schwerer als gedacht, aber hey, vielleicht nächstes Mal, wenn ich den wirklich mal vernünftig üben kann. Jetzt aber nochmal Fingerskateboard. Mal gucken, was wir jetzt machen als nächsten Trick. Der Boardslide ging ja relativ klar. Leider nicht aus der Bank zu 100% geschafft, aber der ist wirklich schwer. Deswegen machen wir jetzt als nächsten Trick einen OG-Trick, einen Kickflip. Der war nice, aber auf dem Skateboard sieht er tausendmal besser aus. Deswegen gehen wir kurz rüber und machen erstmal einen Kickflip. Okay, Kickflip haben wir als nächsten Trick. Und Kickflip finde ich auch immer so mein Favorite-Trick, so beim Skateboardfahren. Liebe den und ich kann ihn auch relativ gut. Ja, wahrscheinlich Vorführeffekt, ich schaffe den jetzt nicht. Nein, ich krieg den schon hin. Ich weiß noch nicht, wie viel Tries ich dafür brauche, aber Kickflip, free kill für mich. War nicht ganz. Der war zwar rumgekommen, aber ich habe irgendwie einen kompletten Spagat gemacht. War gerade eine prima Ballerina, aber jetzt noch einmal. Digga, heute sind auch alle guten Dinge drei. Schon wieder. Also hoffe ich zumindest. Das dauert echt länger als gedacht. Manchmal ist er echt so first try komplett clean. Heute leider nicht, aber mal so, mal so. Nochmal. Sketchy Redo. Der war nicht ganz, ich war zwar drauf, aber der war nicht ganz sketchy Redo. Ja. Digga, was war das?
ist okay. Es war komisch gezogen, aber weiter geht's jetzt mit dem Fingerskateboard. Ich will nicht zu schwere Tricks machen, aber Tricks, die ich halt wirklich kann. Ich hatte das ja schon mal mit dem Scooterfahren gemacht, aber Skateboard ist deutlich schwerer. Jetzt noch einmal weiter. Kickflip ging easy. Fingerskateboard, Double Kickflip. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt kann mit dem Fingerskateboard, aber den müssen wir machen, weil auf dem echten Board kann ich den. Deswegen, auf dem Fingerboard muss der auch unbedingt gemacht werden. War das ein Double Kickflip? Das hat sich sehr komisch angehört. Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, der war. Aber egal, darum geht's ja nicht. Fingerskateboard ist ja nichts Richtiges, wenn man es mal so. Also natürlich kann man das so wirklich als was Richtiges nehmen, aber sehe ich nicht so. Deswegen machen wir es auf einem richtigen Skateboard. Double Kickflip, auch ein sehr schwerer Trick. Ich mache ja alles im Flat, weil es für mich irgendwie einfacher ist. Aber möglich ist er. Und ich glaube, ich kriege den jetzt hin. Safe Double Kickflip. Double Kickflip. Ich würde gerade Double Whip sagen. Ich bin voll im Scooterfilm gerade. Double Kickflip, Flat. Okay, es hat eine halbe Drehung gefehlt, aber ich war schon drauf. Nächster hoffentlich wird. Ah, komplett umgeknickt. Hält mich nicht ab. Vielleicht sind heute alle guten Dinge wieder drei. Mal schauen. Holy, war der geil. Alle guten Dinge sind drei. Bam. Digga, das ist echt ganz oft bei mir. Das ist irgendwie auch Kopfsache, dass alle guten Dinge drei sind. Aber haben wir nächsten Clip auf dem Fingerskateboard. Jetzt machen wir einen Nolli. Nolli ist nämlich ein Trick nicht so wie normaler Olli. Also das ist ja ein Olli. Natürlich war der jetzt verkackt, aber das ist ein Olli, wenn man normal macht. Und jetzt steht man vorne. Mit dem anderen Fuß musst du den Olli so ziehen. Also das ist ein Olli und den machen wir jetzt einfach mal auf dem richtigen Skateboard. Der ist auch richtig cool, der Trick. Olli als Trick ist auch ein ganz einfacher für mich. Den mache ich mal schnell. Was ist das denn? Das ist jetzt kein geiler, also für mich war das gerade wirklich sketchy. Also der war echt nicht schön, aber haben wir geschafft. Abgehakt, zack. Und jetzt machen wir einfach mal den nächsten. Alter, ich muss echt mal ein paar neue Tricks machen, die für mich ein bisschen schwerer sind. Olli war ja wirklich easy und jetzt machen wir mal einen Trick. Dafür brauchen wir wieder diese Rampe. Es ist schwer, wir haben nicht genau dieselbe Rampe, aber wir werden jetzt die Box springen und das machen wir. Also natürlich jetzt nicht ganz über die Box, das glaube ich kriege ich nicht hin, aber okay, also ich denke mal, die beste Rampe dafür ist die Holzbox. Ich muss da jetzt nicht wirklich Transfer springen, weil das ist für mich unmöglich. Ich springe da einfach hoch, fahre runter. Ich glaube, das sollte es machen. Ja, ich glaube aber, den kriege ich hin, den kriege ich safe hin. Der hat sich sehr gut angefühlt, auch der Olli jetzt auf der Resi. Ey, auf Resi Skateboard fahren ist wirklich so sketchy. Jetzt aber wieder zum Skateboard, zum Fingerskateboard. Mal schauen wir einfach mal, was ich jetzt als nächstes machen werde. Den letzten Trick, den wir machen werden, der ist, finde ich, technisch ein bisschen schwerer als ein Double Kickflip. Ist ein Varial Kickflip. Und zwar ist es ein Pop Shove It und ein Kickflip gemeinsam. Und den machen wir jetzt erstmal auf dem Fingerboard. Ja, also es war ein Varial Kickflip, aber auf dem Board, glaube ich, kriege ich den besser hin. Wir gehen mal rüber. Den letzten Trick, den wir machen werden, der ist, finde ich, technisch ein bisschen schwerer als ein Double Kickflip. Ist ein Varial Kickflip. Und zwar ist es ein Pop Shove It und ein Kickflip gemeinsam. Und den machen wir jetzt erstmal auf dem Fingerboard. Ja, also es war ein Varial Kickflip, aber auf dem Board, glaube ich, kriege ich den besser hin. Wir gehen mal rüber. Okay, Varial Kickflip. Ich finde den tatsächlich nicht so krass einfach. Aber wenn er perfekt in den Pop Shove It kommt, weil es ist ja ein 80, das hat er gerade gesehen, ist ja ein Pop Shove It und ein Kickflip dabei gemeinsam. Und ich glaube, den kriege ich hin. Mal schauen. First try, willst du mich verarschen? Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja, was zu tun ist. Like, kommentiert. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von Skateboarden haltet. Ich finde es persönlich eigentlich ganz cool, aber ich fahre trotzdem ein bisschen lieber mehr Scooter. Natürlich, 100 Pro fahre ich lieber mehr Scooter. Also, ich würde sagen, Leute, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video. Will noch irgendwer hier was sagen? Es ist eh keiner hier. Wir sehen uns. Peace, Leute. Ich zeige euch einfach mal, was ich genau damit meine.